main event, heavyweight action. Are you ready? So, in the blue corner, 28 years old, 1.98 meters, with a win streak of 6 wins, which makes his record 6-3. He represents War Lions from the ancient country, Egypt. This is Abdallah Gamal. And his opponent, 30 years of age, 1.78 meters, with a professional record of 2 wins and 0 losses. He is undefeated. He represents Kampfsportschule Wuthering. He is Nizar Al-Khabbaz. The referee in charge, Thorsten Haas. So guys, you know the rules. Listen to my commands and protect yourself at all times. When I say stop, it's stop. I want to see a clean and fair fight. Touch gloves if you want. Otherwise, step back. Heavyweight Main Event. 3x5 Minuten. Marlon Grischow und Sebastian Hackl für euch am Mikrofon zum letzten Mal heute Abend. Marlon, das wird eine Schwergewichtskollision. Die Stimmung in der Arena ist unfassbar gut. Selten so gut. Und es geht los. The Arabian Stallion, Abdallah Gamal, 20 cm Größe, 1,98 lang, der 28-Jährige, hat 6 Knockouts in Folge hingelegt und geht hier sofort zum Boden. Low Kick schickt ihn direkt zu Boden hier, in die Side Control. Nizar Al-Khabbaz macht sich schwer, der Mann wiegt 120 Kilo und jetzt kommen hier harte Hände. Das sind keine Fäuste, das sind Briefkästen, sag ich dir. Das sind Lunchboxen. Oh mein Gott. Nizar Al-Khabbaz hat sofort die Position, die er haben will. Er ist ein starker Ringer, das haben wir gegen Simon Schuster gesehen. Side Control. Und jetzt ist es egal, wie groß Gamal ist. Das sind 120 Kilo, die dich dann zu Boden drücken. Abdallah Gamal kann die Guard wieder etablieren, hat jetzt die Closed Guard. Das war ein richtig harter Treffer. Den habe ich bis hierhin schmatzen hören. Man sieht es auch oben direkt, ein Cut an der linken Augenbraue. Da. Alles, was die beiden abfeuern, ist hart. Schaut mal diese Hände an, schaut euch diese Arme an. Das hätten Beine werden sollen. Unglaubliche Stimmung hier in der GMC Arena. Nizar Al-Khabbaz von der Kampfsportschule Winter ist am Drücker. Versucht sich aufzurichten, versucht zu schlagen, hat da schon Schaden gemacht. Wir sehen eine Platzwunde am linken Auge, Marlon, wie du gesagt hast, von Gamal. Da konnte er sich von den Upkicks noch in Sicherheit bringen, ist wieder in der Side Control drin. Und das läuft für Nizar Al-Khabbaz, der macht sich schwer, er bestimmt die Positionen, hat die Fans im Rücken. Das so früh in der ersten Runde. Oh, und der Muffler auch noch. Mund und Nase mit der Hand verschließen. Und dann der Slicing Elbow. Oh, harte Ellbogenstöße von Nizar Al-Khabbaz. Der ist jetzt auf und dran, den Sargnagel einzuschlagen. Das war's. Wir haben einen Sieger im Heavyweight Main Event. Nizar Al-Khabbaz mit dem Finish. Schritt beiseite. Ich glaube auch. Oh mein Gott. And now the winner at number one contender for the heavyweight championship. After winning in the first round in minute 227, after TKO, Nizar Al-Khabbaz.
Ball!